Servus Freunde, herzlich willkommen hier zum zweiten Qualifying auf dem Nürburgring. Ja, wir sitzen wieder in unserem Lamborghini Huracan und werden gleich mal versuchen, hier so richtig Stoff zu geben, nochmal so richtig Gas zu geben. Wir werden noch ein bisschen Sprit einpacken. 20 Liter sind jetzt zu viel, aber 15 müsste reichen für 4 schnelle Runden, dann ist das Quali eh schon um. Und darum würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier auf Fahren, nutzen die Zeit. Ich schalte euch hier wieder die Cam ein. Servus. Und los geht's. Gleich mal als erstes rausfahren. Und da sind wir nicht der Einzige. Der Teamkollege von Biron Bhakti ist auch gleich hinter uns. Oder der Fahrzeugkollege. Und zwar Perel. Ich glaube, dass das das Auto von Biron Bhakti ist. Schauen wir mal. Mittlerweile bin ich nicht mehr der einzige Österreicher hier im Fahrerfeld. Wir sehen auf Rang 10. Vor uns platziert im Lexus Christian Klien, der ehemalige Formel 1 Pilot, ebenso hier mit am Start am Nürburgring. Mal schauen, was Christian hier so reißen kann. Ziel ist es natürlich für uns im Quali, uns so weit wie möglich nach vorne zu schieben. Die krasser Jungs sind verdammt schnell. Haben wir auch im vorherigen Quali gesehen, eine 1,54 von der KI. Ist schon mal nicht schlecht hier. Da habe ich schon blöd gestaunt, dass im Multiplayer geschafft wurde. Aber die KI hier in der Karriere, Respekt, habe ich mir nicht damit gerechnet. Also da war ich jetzt chancenlos, da war ich über eine Sekunde zurück. Da kam mir kurz der Arsch rum. Aber was die KI kann, können wir schon lange. Ja, eigentlich nicht. In dem Fall nicht. Da kann ich nicht mithalten. Bei der Pole-Zeit. Das ist jetzt natürlich suboptimal. Wenn der V10 ausgeht, ist das meistens nicht ganz so gut. Aber der Vorteil ist, wir haben jetzt niemanden mehr hinten im Genick. Das heißt, wir haben jetzt wirklich vorneweg eine freie Fahrt. Hinten drängelt keiner. Dann wird das schon was. Schauen wir mal, DC ist jetzt auf 2, vielleicht schaffen wir mit dem hier die 1,55, aber jetzt natürlich hier im zweiten Qualifying am Steuer. Ab der Endurance Series ist dann auch Dave mit von der Partie. Da ist noch der dritte Fahrer hier auf dem Auto. So, jetzt bin ich echt gespannt, was hier für eine Zeit bei rumkommt. Eine 55,4 wäre jetzt schon irgendwie brutal, wenn wir das jetzt auf einmal schaffen würden. Ne, eine 56,2. Ich weiß nicht, warum, dass er da wieder auf die alte Zeit gegangen ist.
Das hat mich jetzt stark gewundert. Und die Jungs von Krasser sind halt richtig brutal unterwegs. Gut, aktuell sind wir auch unterwegs zu einer 55er Zeit. Zwar 54 wird sich nicht ausgehen, aber wenn es eine 55er wird, bin ich auch schon glücklich. So, auf ein neues, nochmal versuchen hier. Wir haben ja noch zwei Runden, die wir fahren können. Das war schlecht, das war wirklich schlecht. Da waren wir schon schneller unterwegs. So, zwei Zehntel wieder im Delta. Und da haben wir schon mindestens fünf verloren bis jetzt. So, jetzt stehen wir immerhin schon mal auf 7. Kann's knicken, die Runde ist schon wieder nix. DC2 ist einfach zu wenig beim Lambo. Das kannst vergessen. Wir werden aber die Runde noch regulär ganz normal zu Ende fahren, da gibt's nichts. Aber ja, im zweiten Rennen starten wir wirklich weit hinten. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich ehrlich zugeben. Also ich hätte mir schon erwartet, dass ich die 55er Zeit knacken könnte. Es wäre auch theoretisch drin gewesen, das habe ich allein schon in der ersten Kurve verloren.
Aber die Theorie bringt halt nichts, wenn man es in der praktischen Session nicht umsetzen kann. So, wieder hier Replay speichern. Leider vertraue ich dem Spiel nicht so, dass es mir das automatisch speichert, dass ich das hier so machen muss. So, drüber über die Linie, fertig sind wir. Gehen wir wieder hier oben auf ohne Cam, damit ihr das Resultat seht. Und zwar Pereira mit einer 54,9 auf der Pole Position vor Christopher Haase und Robin Freins. Mirko Bortolotti auf der 4, Caldarelli auf der 5. Winkelhock auf der 6, auf der 7 wir, hinter uns Christian Klien auf 9, Nico Bastian auf 10, Christopher Mies auf 11, Will Stevens auf 12, Van Damme auf 13, Marcello auf 14, Perel 15, Van der Linde und 16, McLeod. Das ist die Startaufstellung für das zweite Rennen, für das Nachtrennen. Wir sehen uns dann gleich zu diesem Rennen wieder und ja, dann hoffen wir mal, dass wir hier in der Eifel dann doch ein halbwegs gutes Rennen in der Nacht abliefern können. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir sehen uns dann eben bei diesem Rennen wieder. Bis gleich. So, und das stehen wir jetzt in der Startaufstellung zum zweiten Rennen auf diesem Wochenende. Und zwar geht's in die Nacht. Wir werden hier von P7 aus ins Rennen gehen oder sogar P9, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, Ziel ist es natürlich, so weit wie möglich nach vorne fahren. Ob wir das Rennen 1 wiederholen können, beziehungsmäßig, wird schwierig, Leute, wird wirklich schwierig. Da müssen wir erstmal richtig gut performen, aber ich glaube, das kriegen wir auch theoretisch hin, wenn wir das Ganze auch wollen. Das ist immer nur eine Frage des Willens und der Wille ist bei uns natürlich ganz stark vorhanden. Somit glaube ich da weniger, dass da was fallen wird, aber wir müssen es erstmal schaffen. Wir müssen es erstmal schaffen und ja, dementsprechend würde ich sagen, müssen wir aber erstmal hier das Setup dementsprechend anpassen, denn wir hätten aktuell einerseits zu viel Sprit mit, weil 44 Liter ist zu viel. Da reichen 35, ganz locker, Reifen Nummer 3, hier Satz 15, das passt auch. Und wir gehen hier rüber ein halbes PSI hoch, oder gehen wir auch ein PSI hoch, auf 26,4, 26,3. Und hier auch nochmal 26. Dann haben wir hier auf jeden Fall das Optimum heraußen. Genau, Pitstop-Strategie ist die Dreier, die wir verwenden. Elektronik, ABS auf 3, DC auf 4. Und dann hoffe ich auf ein gutes Rennen, Leute. Ich schalte euch schon mal um hier auf die Cam. Servus, schön, dass ihr da seid. Und ja, dann bin ich jetzt echt gespannt, wie das Ganze wird. Ich bin schon irgendwo ein bisschen nervös, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nämlich nicht, ob das Ganze so laufen wird, wie ich mir das vorstelle, aber dafür machen wir das Ganze, ja? So. Stay in double file. Pitstop Strategie 3. Wir gehen von 8 ins Rennen. Nicht von 9, sondern von 8. Also eigentlich genau die goldene Mitte von dem, was ich vorher gesagt habe. Wir sind der Letzte der ersten Starthälfte. So, der erste Gang reicht beim Lambo. So, ein Platz ging schon mal nach vorne. Und da haben wir jetzt im Grunde vor uns genau dasselbe Bild. Einmal der AKASB Mercedes von Nico Bastian und davor wieder ein Lambo von Grasser Racing.
Mal so ein bisschen Lichthupe hier geben. Sondern es ist wirklich stockduster hier bei dem Nachtrennen. Wir hängen im Getriebe. Jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen Blödsinn gebaut, da hängt mir jetzt der Windlock ziemlich im Getriebe. Auch wenn es der 56.6 noch geworden ist. Da hat er es versucht, der Windlock. Aber hat dann das Rausbeschleunigen nicht perfekt genug gemacht. Sonst wäre ich hier nicht mehr nach vorne gekommen. Also nächste Runde müsste das Boxenstoppfenster dann aufgehen. Also den Abstand wieder ein bisschen vergrößert. Ich meine, so nah an Sekt ranfahren ist immer wieder ein unangenehmes Gefühl.
Aber in echt macht es da jemanden gut Druck. Hier natürlich, die KI lässt sich davon nicht begeistern. Warum gehe ich jetzt schon die Pizza auf? Yes! 5 Minuten Boxenstopp-Fenster. Gut, den müssen wir jetzt natürlich reparieren, das ist jetzt scheiße. Da haben wir uns jetzt beim Einfahren ein bisschen überschätzt. Der Dreher zusätzlich die 30. Ah, komm, Podium ist weg. Wir müssen jetzt immerhin hoffen, dass wir mit einer guten Standzeit das Ganze gekriegt bekommen. Stehen geblieben, auch nicht perfekt. Oh. Aber immerhin war das Wegfahren, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wichtig wäre halt innen Top 10 zu bleiben. Ja, keine Sorge, ich lasse schon nicht nach. Wir sind sogar weit zurückgefallen. Vor die hätte ich eigentlich alle rauskommen müssen. Okay, Pirro und Bacchi sitzt doch nicht auf dem Grün, Ferrari.
glaube, ich habe mich jetzt dann wirklich selbst mit meinem Boxenstopp so weit nach hinten verschoben. Ich glaube nicht, dass da noch großartig Leute hinter mir landen werden. Ja, ich habe mich ganz hinten ins Feld geschoben. Das ist halt ein brutaler Tross, der hier unterwegs ist. Versucht haben wir es immerhin schon mal. Wird aber sicher nicht in den verbleibenden 5 Minuten der letzte Versuch gewesen sein, hier zu überholen. Als Vorletzter will ich nicht unbedingt in der Wertung auftauchen. Und mit der Boxeneinfahrt drehen habe ich hier bis jetzt das erste Mal geschafft. Das Gute ist, wir sind wieder dran.
Das wird sogar eine neue persönliche Bestzeit. Zwei Runden geht's noch. Komm, 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 komm. Nicht eine Sekunde weg, das schaffe ich nicht. Die Runde war einfach zu schlecht. Wenn ich jetzt noch vorbeigehen möchte, muss ich es mit der Brechstange probieren und das will ich eigentlich nicht. Puh. Das ist genau das Risiko, wenn man mit der Traktionskontrolle runtergeht beim Lambo. Überholen ist ja so schwierig, wenn der Vordermann keinen Fehler macht. Das ist schier unmöglich. So, das Gute ist, hier muss ich im Vorfeld nicht das Replay speichern. Das kann ich dann im Nachhinein. Ja, P2 Gold stimmt in dem Fall nicht. Das ist P15. Aber schaut mal, wie knapp zusammen das Ganze ist. Das war im Endeffekt von Rang 7 weg ein Konvoi. Und der Konvoi ist nur vor mir, weil ich den Dreh in der Boxengasse hatte und danach die 3 Sekunden mehr Standzeit. Deswegen sind die alle durchgerutscht. Alle. Aber gut, wir gehen jetzt mal hier auf ohne Cam rum, weil dann seht ihr mal das Ergebnis. Und zwar Leonard hat das Ganze gewonnen vor Hetzemanns, Gachet, Engelhardt und Compans. Die 5 sind da ganz vorne, also rein nur V10 aus dem Hause Audi, kann man sagen. Audi und Lamborghini benutzen ja im Grunde dasselbe Aggregat. Danach auf 6 Manchester, 7 Stevenart, A. Costa auf Rang 8, 9 Riberas, 10 Meadows, 11 Schoffhorst, 12 Van Dorn, dann
Birumbakti auf 13, auf 14 Salikov, auf 15 unsere Wenigkeit und auf 16 Logi. Und dann drücken wir hier mal Escape, dass wir hier ins Grün ausrutschen. So. You're going to be disqualified for bit speeding. Glaube ich weniger. Weil wir sind immer noch 15, aber wir sind nicht disqualifiziert. Wir gehen hier auf Replay und speichern mal das Ganze, dann kann ich das im Nachhinein schön aufnehmen. Replay gespeichert, passt, dann gehen wir hier auf Karriere fortsetzen, weil ich glaube, wir dürfen jetzt ein neues Auto auswählen. Oder ein anderes Auto. Wir haben sowieso jetzt immer ein anderes gehabt. Well, not bad for a rookie. That was a great start indeed. Great to see new drivers making the first steps in the Blancpain GT Series. Your next season will be all about collecting experience you made in the first year and focusing this energy. You're now going to race your first endurance weekends, and this means being more competitive, more consistent, better trained and focused. You will learn how to manage long stints, and your team will help you by organizing dedicated test sessions to bring you there. See you there, and hopefully you will show your talent to the world. Sure, Mirko. Dann werden wir schon sehen, wer hier ganz vorne steht. So, was nehmen wir denn hier? Was werden wir denn fahren als erstes? Ich würde sagen, wir fahren den neuen Bentley Continental GT3. Das müsste das 218er Fahrzeug. Ja. Das sieht man schon an den Lichtern, dass das hier der alte ist. Und das der neue. Auch hier oben bei den Lufteinlässen. Das ist der, eindeutig der modernere GT3. Auch ein Indiz, hier sind die Lufteinlässe nicht. Das weiß ich zumindest vom neuen, dass der die hier hat. So, den Wagen werden wir pilotieren in der Endurance Series, zumindest im ersten Rennen. Und zwar gehen wir hier auf Bestätigen. Und dann geht es nämlich nach Circuit de Paul Ricard das nächste Mal. Das ist unsere nächste Strecke. Genau, das ist das beste Testrunde. Okay, also da müssen wir erstmal testen. Ich bedanke mich aber bei euch schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben, so wie ein Abo, eine weitere Empfehlung da. Ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.